Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das städtebauendes Kaninchen. Und dies wurde sich von euch gewünscht, um genau zu sein, von dir, Manuel. Und wenn ich kann, möchte ich natürlich gerne Wünsche erfüllen. Und es wurde sich halt gewünscht, dass wir doch mal ein bisschen ja City Skylines oder SimCity spielen. So ein bisschen mal Städte bauen machen. Und wir alle wissen, dass der letzte SimCity-Teil nicht so wirklich gut war. City Skylines hingegen hat eigentlich alles richtig gemacht, als es rauskam, und hat super viel Spaß gemacht, beziehungsweise macht bis heute immer noch sehr viel Spaß. Deswegen kann ich den Wunsch auch sehr gut nachvollziehen und sehr gerne auch erfüllen. Wir werden ein bisschen zusammen hier basteln und bauen, beziehungsweise ich werde bauen und ihr dürft mir zuschauen und darüber lachen. Und darüber euch aufregen, wie schlecht ich doch baue, und das auch gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe schon echt lange nicht mehr gespielt und keinen Plan mehr. Ja, ist okay, ich habe mitbekommen, das Spiel irgendwann, das habe ich mit Absicht gemacht. Also, ne, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder sagt von wegen, du, das ist total dumm, was du da machst, dann schreibt mir das gerne. Ich weiß noch nicht, wie lange wir das spielen. Wir gucken mal, wie lange ich Lust habe, wie lange ihr Lust habt, und ich fange einfach schon mal an zu bauen, während ich hier noch so rum blubbere. Warte mal, jetzt mal gucken. Warte mal, zweispurig, gut für geringes Verkehrsaufkommen. Und was hier, mittlere Straßen, für mittleres. Ein großes Problem in der ganzen City-Reihe war ja schon immer Verkehr. Das war ja ursprünglich auch mal ein Verkehrsspiel. Also es ging ja vorrangig darum, Verkehrsaufkommen zu koordinieren und mit verschiedenen Systemen der Transports halt zu organisieren, dass das nicht in purem Chaos ausartet. Und deswegen, das haben sie hier in diesem Spiel richtig gut hinbekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier richtig gut hinbekommen werde. Wir schauen mal. Schon geht's los. Schon ist es hässlich. Schon ist es hässlich. Denn es passt nicht, wie ich mir das vorstelle. Okay, machen wir das halt so. Boop. Ein Kreis. Ein Kreis sieht so knechten. Jetzt müssen wir mal hier anknüpfen. Warte mal, wir knüpfen mal hier an. Entfernung zu gering. Was? Wieso? Ach so, warte. Ich vergaß. So. Und kann ich die Straße hier so rumbauen? Ja. Ja. Ich habe auch ein paar Mods installiert, die allerdings vorrangig, wie ihr seht, Chirpy zum Beispiel ist aus. Der eigentliche Sinn und Zweck der Mods, die ich so installiert habe, ist vorrangig, ein bisschen Realismus reinzubringen. Das heißt, dass wir zum Beispiel die Gebäude in der Hinsicht, also die Wohngebäude, da passen jetzt doch ein bisschen mehr Bewohner rein, je nachdem. Muss direkt an der Straße platziert sein. Okay. Und warum er sagt, ja. Ja. Oder auch, dass die Leute länger leben. Solche Späße halt. Dass wir einfach ein bisschen Realismus mehr haben. Gut, apropos Realismus. This Bitu ist halt hier auch wichtig für die Leute, die gar keine Ahnung haben von dem ist. Wir müssen ja Wasser holen, aber wir müssen noch Abwasser wieder rauspumpen und am besten nicht in eine Richtung. Also, das würde ich ja so, dass wir von hier oben Wasser holen und hier unten das Abwasser rauspumpen, damit wir nicht das, wenn wir das andersrum machen würden, könnte es nämlich passieren. Wie ihr seht, ist die Wasserströmung hier entlang bei Schwarzwald, Schwarzwasser, wie auch immer dieser Ort heißt. Und dann könnten wir das Wasser wieder in unser eigenes System pumpen. Das möchte ja keiner und deswegen machen wir das nicht. So. Wir platzieren unser Wasser mal nach hier und dann gehen wir direkt hier runter. So. Damit ist das Wasser verbunden. Das braucht natürlich auch noch Strom. Dann haben wir nämlich schon mal die erste wichtige Sache gelöst. Ach, da braucht auch Strom. Na, das ist ja doof. Das ist ja doof. Kriege ich da Strom runter? Kriege ich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Jetzt können wir schon mal anfangen, ein bisschen laufen zu lassen wenigstens. Dann können wir nämlich hier ein... Ach, das braucht ja, hier brauchen wir ja Wohngebiet. Möchte ich da schon direkt Wohngebiet haben? Ja, warum? Ich komme, hier kommt Wohngebiet hin. Wieder in den Ring wird Wohngebiet, Wohngebiet, Wohngebiet. Ansonsten habe ich keine großen Mods. Ich habe nichts irgendwie neue Gebäude oder sowas. Ich habe
eine, die die Farbqualität ein bisschen ändert von Verschmutzung. Das ist ja nicht so lila, sondern eher so ein bisschen bräunlich. Aber ihr wisst, ich bin kein großer Freund von solchen Mods, die dann in die Richtung gehen, dass man irgendwie zu sehr am Balancing dreht, sage ich jetzt mal. So formuliere ich es mal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine, wenn ich sage Balancing drehen. So, warte mal, den machen wir jetzt hier ein bisschen Industrie rein. Ja, das dürfte vom Strom passen. Gar nicht. Cool. Yay, geil. Dann müssen wir da irgendwie Strom reinkriegen. Kann ich hier auf die Straße Strom bauen? Nein, natürlich nicht. Aber Wasser brauchen die, glaube ich, hier unten alle. Ich habe natürlich super gebaut. Aber ich habe ja einen Plan. Ich habe ja was vor. Ich habe ja was vor. So, so. Ja, damit haben wir das. Strom kriegen die gleich, da müssen sie sich keine Sorgen drum machen. Derweil bauen wir mal weiter unser Straßensystem. Wir bauen jetzt mal ein bisschen hier entlang. Es gibt richtig geile Mods, also auch unglaublich viele Gebäude. Bis heute ist die Modding-Community in diesem Spiel sehr, sehr groß und sehr aktiv, habe ich gesehen. Auch ein Grund, warum City Skylines schon besser abgeschnitten hatte als SimCity, einfach weil es die Möglichkeit für die Spieler gab, hier zu modden und zu basteln, während es bei SimCity ja nicht die Möglichkeit gab. Da musste live with it sozusagen. Kann ich da einfach nicht lang bauen? Doch, da kann ich auch lang bauen, oder? Warte mal, dann machen wir das doch so. Jo. Oder wir gehen doch hier. Wie gesagt, ich hab was vor. Ihr werdet es. Ich glaube, ihr werdet es schon früh genug mitbekommen oder die sehr schnell raffen, was ich hier eigentlich gerade vorhabe zu machen. So, ja. So. Passt das? Das passt, glaube ich, ne? Dann gehen wir. Ansonsten kann man ja auch nochmal abreißen. Das ist ja auch das Schöne in diesem Spiel. Man kann ja jederzeit alles wieder abreißen, wenn einem was nicht gefällt. Wenn man sagt, das ist aber, sieht doch nicht so schön aus. Dann macht man es einfach wieder neu. Dann bauen wir erstmal so. Da ich noch nicht weiß, wie viele Folgen ich davon mache, könnt ihr auch gerne Themenvorschläge machen, falls ihr sagt, oh, Katafi, während du, das ist ja super, dass du sowas spielst. Derweil quatsch doch mal über das und das Thema. Na, bin ich auch immer offen, weil das ist natürlich ein Problem bei solchen Spielen. Kann ich das hier nicht irgendwie. Warte mal, das ist natürlich hässlich. Dann kommst du mal weg. So. Dann machen wir dich ein bisschen weniger spitz. Und dann so. Und. So. Jawohl, das klappt, das klappt. Genauso wie ich mir das vorstelle, ungefähr. So. Und. So. Genau, dann kommen wir jetzt hier. Runter. So. Sehr schön. Jawohl, das sieht gut aus. Wir bauen mal noch mehr Wohnraum, denn das brauchen wir. Wir bräuchten noch, glaube ich, wir müssten. Könnte man nicht irgendwie auch Industrie in die Richtung bauen, dass wir sagen, wir machen dort Landwirtschaft oder sowas? Geht nicht, ne? Naja, das zieht sich gleich hier alles mit dem Bau dieser Industrie und Gemeinschaft oder wie heißt das? Gewerbegebiet, genau. Damit zieht sich das gleich rüber, das mit dem Strom, dass das hier überall verteilt ist. Und dann haben wir auch das Problem gelöst. Warum ist denn hier kein Tiss? Verstehe ich nicht. Tiss, tiss, tiss. Ich habe kein Geld mehr? Oh, Hasennetz ist pleite. Kacke. Naja, Hasennetz wird sich gleich schon wieder richten. Wir bauen mal noch hier. Und ja. Ja. Machen wir die Geschwindigkeit ein bisschen höher. So. Was möchtest du denn? Ja, ja, wir haben Probleme mit Strom. Aber. Weißt du was, wir machen mal.
baue mal hier schon mal Strom hin. So. Dann haben die nämlich alle Strom und dann dürfte sich das mit dem Frust der Leute und hoffentlich dementsprechend auch mit dem Geld gleich ein bisschen erledigen. So hoffe ich doch. Mein Gott, ich brauche Geld. Ich habe 1200 minus. Warum denn? Wofür denn? Wieso denn? Wirtschaft. Offensichtlich haben wir zu viel Ausgaben. Wofür geben wir denn aus? Für Wasser und Strom und Straßen. Naja, gut, okay. Ich habe natürlich sehr viel Straßen gleich gebaut. Aber das... Ach, wie schön. Was haben wir denn hier? Es gibt auch eine Mod, da überlege ich, vielleicht muss ich die mal suchen, dass man hier auf den Straßen entlang gehen kann. Das habe ich gesehen. Bei Gronkh. Ja, Gronkh hatte das ja vor Ewigkeiten schon mal gespielt und hat ja auch einige dieser Mods ausprobiert. Und gezeigt. Da hatte ich das gesehen. So, aber ich hoffe doch mal, dass es jetzt mal vorangeht hier. Wir können vielleicht... Wir brauchen mehr Industrie. Wir brauchen mehr Industrie. So, haben wir noch ein bisschen Industrie freigegeben. Die haben ja noch nicht mal angefangen, das Industriegebiet hier zu nutzen. Da, jetzt fangen sie an zu bauen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss man sich auch nicht wundern, dass wir hier kein Geld kriegen, wenn es ja niemanden, es keine Arbeitsplätze gibt. Wo sollen denn unsere Leute hin? Wenn sie keinen Job haben, können sie auch kein Geld verdienen, was sie dann dementsprechend für uns ausgeben können. Steuern und sowas kann ja nur reinkommen, wenn auch Arbeitsplätze da sind. Geh mal weg da, das brauche ich nämlich nicht. So. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier haben wir eine Eiswürfelfabrik. Das ist wichtig. Jeder braucht Eiswürfelfabriken und jeder braucht eine Eiswürfelversorgung der ersten Güte oder der höchsten Güte, der besten Güte. Ein Warenkorb AG. Was haben wir? Geld. Langsam. Ha, es wird besser. Es wird, es wird. Warte mal, dann bauen wir am besten mal hier drum auch noch weiteren Wohnraum. So. Zu nah an das möchte ich nicht rangehen, weil da natürlich die Umweltverschmutzung ist. Und ich habe bei SimCity damals gelernt, dass man so Gewerbe ganz gut als Puffer nehmen konnte, um Umweltverschmutzung von den Wohngebieten fernzuhalten. Das ist natürlich jetzt auch nicht so das Beste, weil die natürlich dementsprechend auch nicht gerade das geilste Gebiet haben. Die werden ja auch davon ein bisschen beeinflusst. Aber momentan haben wir noch... Warte, was ist wichtig? Was ist... Bekleidungs GmbH. Genau. Ja. Also, ich finde, ganz ehrlich, das ist Bekleidungs GmbH, oder? Jetzt mal hier unter uns beiden, du und ich hier, das... Wer würde sich nicht da gerne Kleidung kaufen? Ich habe jetzt nicht so die Ahnung, ich trage keine Kleidung, aber das sieht für mich schon definitiv aus wie ein Bekleidungsgeschäft. Was ist das? Eine Kartonfabrik. Die werden nämlich auch in riesigen, bombenähnlichen Gebilden fabriziert. Klar, logisch. Wir können auch Sachen umbenennen. Falls ihr Ideen habt für lustige, wie angegossen GmbH, auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwie Ideen habt oder Wünsche, wie ich Sachen nennen soll, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann versuchen wir das natürlich sofort umzusetzen. Ich bin immer ein bisschen im Vorproduzieren, das kennt ihr ja auch schon aus anderen Projekten. Auch Straßen hier zum Beispiel, hier gibt es die Hunterstraße und die Hunterstraße und die Kastanien, das Kastanien Boulevard. Und falls ihr da irgendwie sagt von wegen, oh, ich möchte gerne so und so heißen, ich würde gerne die Straße sein oder das Gebäude oder irgendwie sowas, dann schreibt das doch. Wir können ja, glaube ich, hier auch Dinge als historisches Gebäude markieren und damit bleibt das Aussehen bewahrt. Also falls ihr sagt, boah, ich finde dieses Wohnhaus hier, das sieht fantastisch aus, das möchte bitte nach mir benannt werden, das sollte meins werden oder das soll immer so aussehen, dann könnt ihr das sagen, denn werde ich das auch versuchen umzusetzen. Was ist denn hier los mit dem Geld? Ich glaube, wir müssen mehr Wohngebäude, mehr Wohngebiet markieren. So, warte mal, wir können hier noch ganz viel Wohngebiet markieren. So. Wohn, 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 wohn. Ach, hier auch. Wohn, 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 wohn. Wohn, wohn. Wohn, 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 wohn. Wohn, 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 wohn. Und da können wir auch mal ein bisschen Gewerbe wieder reinpacken, damit die... Wegen der Qualität, ne? Wegen der... Wie nennt man das? Es gab doch diese verschiedenen Qualitätsstufen, die auch durch die Boden... Na, wie heißt das denn? Landwert. Durch den Landwert beeinflusst. Ich habe kein Geld. Ich vergaß. Stimmt. Ja, können wir auch kein Wasser anschließen. Da müsst ihr mal mit leben. Wie heißt das denn? Warte mal, da gab es doch hier diese ganzen...
Werte? Gab's das nicht? Grundstückspreise und sowas? Gab's da nicht solche Werte? Oder verwechselt ihr das gerade mit SimCity? Aber es wird. Unsere Stadt ist zufrieden. Wir kriegen Leute dazu. Wir sind ein kleiner Weiler. Hasenherz ist ein kleiner Weiler. Wir können Steuern erheben, beziehungsweise anpassen. Wir können ein Darlehen holen. Und jetzt müssen wir uns auch um solche Dinge wie Müll, Gesundheitswesen und Bildung kümmern. Das bedeutet, wir können eine Mülldeponie erschaffen. Erschaffe Müll. Eine Grundschule bauen und eine Arztpraxis. Das müssen wir natürlich alles machen, denn wir haben ja jetzt schon hier solche... oder jedenfalls ein Bedarf hin und wieder an gebildeten Leuten. Oder haben wir hier auch Bedarf? Na, bisher ist der Bedarf an gebildeten Leuten noch relativ gering. Aber das kommt definitiv noch. Oh, hier ist richtig Umweltverschmutzung. Da können wir auch mal überlegen, ob wir das Kohlekraftwerk später austauschen gegen grünen Strom. Ah, guck mal, Geld. So. Als erstes müssen wir unsere Leute mit Wasser versorgen. Hier. Und da geht's hier entlang. So. Oh, hier haben wir gar kein Wasser. Warte. So. Und hier runter. Guti. Damit ist das Problem gelöst. Dann gucken wir doch mal. Wir brauchen eine Schule. Eine Grundschule. Kosten 10.000 Geldeinheiten. Grundschulen bilden Kinder aus. Wenn sie eine platzieren, macht sie das Stadtviertel dadurch für Familien mit Kindern attraktiver. Bildung ist die Anforderung zum Stufenaufstieg von Gebäuden. Grundschulen können nur von Kindern besucht werden. Na, das ist natürlich ein bisschen... Naja, da kann man... Klar, also wir bauen die Grundschule denn mal... Ortsbereits belegt durch Straßen oder was? Na, wir bauen das noch. Da. Woo! Und alle sind happy. Yay! Endlich Grundschule, endlich zur Schule gehen. Vielleicht können wir hier eine kleine Straße einfach mal so hochbauen, oder? Wollen wir das? Nö, das geht schon. Ich glaube, das funktioniert schon so. Dann brauchen wir aber natürlich auch Müllabfallwirtschaft. Bauen Sie eine Müllverwaltung. Bauen Sie zur Müllverwaltung eine Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage. Da die Abfallwirtschaft aber Umweltverschmutzung verursacht, sollte die Einrichtung weit entfernt von Wohngebieten errichtet werden. Müll, der sich in Wohngebieten auftürmt, führt im Laufe der Zeit gegebenenfalls zur Umweltverschmutzung. Das ist natürlich nicht so gut, wir haben aber leider kein Geld für eine Mülldeponie. Aber wie ihr seht, habe ich hier auch noch ein paar Gebäude, zum Beispiel ein Recycling-Center. Diese sind, glaube ich, durch Mods eingebaut, womit die Menge an Müll reduziert werden kann und damit auch Umweltverschmutzung reduziert werden kann. Denn es muss nicht gespeichert und verbrannt werden, sondern es kann recycelt werden. Ich weiß nicht, ob das auch wieder Ressourcen erzeugt. Das muss man in diesem Spiel ja auch bedenken, denn diese Produktionsgebiete oder Produktionsgebäude brauchen teilweise ja auch Ressourcen, die man hier abbauen kann. Und da muss man natürlich dann auch immer mal wieder nachgucken. So, wie sieht's hier aus? Grundschule bildet Kinder aus. Ein Kleineinzugsgebiet. Aus. 90 Studenten? Aha. Naja, wenn das Studenten sind, wieso nicht? Das ist schlecht übersetzt, sollte, glaube ich, die Typen weisen, ne? Clarkstraße. Was blinkt denn? Wer hat denn hier geplinkt? Wir machen mal ein bisschen schneller. Und dann können wir hier auch den Bodenrichtwert. Stimmt, so hieß das, Bodenrichtwert. Und damit kann dann nach und nach die Stadt auch schöner werden. Unsere Stadt soll schöner werden. Unsere Stadt soll schöner werden. Apropos schöner, was sagt das, was sagt denn das Wassersystem hier? Ach, mehr als genug. Strommäßig auch noch mehr als genug. Sehr gut, sehr gut. Beim Schmutz, bei der Abfall... Ach, das ist Bildung. Bei dem Abfall, Bildung. Okay, Umweltverschmutzung können wir am Anfang, glaube ich, nicht vermeiden. Deswegen müssen wir erstmal mitleben. Was haben wir hier? Eine Arztpraxis müssen wir natürlich bauen. Es gibt sie in klein und es gibt sie in groß später noch. Ah ja, das war ja genau. Das könnte man hier nämlich machen. Das ist durch Mods
oder nur durch das eigentliche Spiel implementiert, aber wir brauchen definitiv auch später noch eine Arztpraxis. Ich baue erstmal noch eine Mülldeponie, denn das Recyclinggebäude, das kann ich mir noch lange nicht leisten. 45.000, ich könnte natürlich Kredite aufnehmen, aber wir alle wissen, dass das keine gute Idee ist, direkt in so eine Sache mit Schulden zu starten. Ich baue hier einfach mal noch ein bisschen weiter. Wohngebiet! Wohn, 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 Gebiet. So. Wachse, Stadt, wachse! Bauen wir noch hier. So, so und so. Yay! Wie schnell plötzlich die, also die Leute wollen alle ins Hasenherz. Ich verstehe das auch, es ist eine sehr schöne Stadt. Es wird eine sehr schöne Stadt. Und deswegen verstehe ich sehr gut, dass sie alle hinziehen möchten. Sie überall aus dem Boden sprießen. Oh, das ist ein schickes Gebäude. Die Fichtenresidenz. Hübsch. Hübsch, hübsch. Modern. Das hier natürlich auch schön. Die Apfelhainresidenz, aber... Ach, wir können uns im Müll... Wir kümmern uns mal um Müll. Ich baue mal den Müll vielleicht hier hinten hin. Warte mal, konnte man das nicht irgendwie auch drehen? War das nicht eine Möglichkeit? Konnte man Gebäude nicht drehen irgendwie? Aus dem eine Straße gebaut werden. Warte, pass auf, wir machen das so. Wir bauen... Kann ich hier einfach eine eiskalte Straße runterbauen und dann sagen... Aber ich werde, glaube ich, hier einfach mal eine Verbindung bauen. Und dann hier runter die Müllver... Oder wir machen das hier. Wir machen das hier. Entfernt, warte. Machen wir ganz kurz so. Außerhalb der Stadtgrenze. Entfernung zu gering. Hier geht's aber. Na dann. Bauen wir jetzt hier mal eine kleine Straße runter. Für den Müll. Ja, jetzt haben wir natürlich hier den Strom gekappt für unsere Abfall... Wasserabfuhr. Mach ich mal. So. Dann haben wir hier die Mülldeponie. Die dann mal den Müll abholen kann. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Stadt wird doch... Guck mal, wir jetzt machen Geld. Wir haben einen Bedarf an neuen Gebieten. Wir machen mal hier hinten noch ein bisschen Gewerbe. Und mir fällt gerade in meiner Stadtplanung ein, dass ich nicht genügend Raum mir überlegt habe für Industrie. Ich habe nur die da oben. Katafi, das war nicht gut überlegt. Wir nutzen mal noch ganz schnell das hier oben, einfach weil wir es eh haben. Aber da hast du nicht gut überlegt. So viel zum Thema, du hast einen Plan. Ja, ja, ich habe einen Plan. Ansonsten... Man kann ja später auch noch mit den Möglichkeiten von Verordnungen die Industrie sauber machen oder sauberer machen auf jeden Fall. Und vielleicht legt sich das dann auch schon alles. Aber momentan haben wir eben größtenteils Bedarf an Wohngebiet. Wohn, 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 wohn. Gebiet. Warte mal, da war noch was. Ich hab's gesehen. Genau gesehen, da hat man keinen Platz gehabt zum Bauen. So, schön, 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 schön. Da wachsen sie. Sprießen sie wieder aus dem Boden. Die Leute, die alle in die fantastische kleine... in den kleinen Weiher Hasenherz wollen. Ja. Eine Mod, die ich auch habe, ist, dass ich alle 82 Gebiete hier im Endeffekt kaufen kann. Also auf dieser Karte hier. Nach und nach kann ich alle 82 Stück kaufen. Also prinzipiell könnten wir die Stadt sehr groß gestalten. Sehr, sehr groß. Guck mal. 600 Leute wohnen schon hier. 600 Leute. Das muss ich mir mal vorstellen, wie das ist. Also ich meine, es ist ein kleines Dorf, 600. Aber an sich... Bürogebäude. Stadtviertel. Eigentlich müsste ich hier noch eine Arztpraxis. Das sind halt 10.000 Geldeinheiten. Meine Güte. Wir brauchen noch mehr Wohngebiete. Dann bauen wir auch noch hier Wohngebiete entlang. So. So. Und dann kommt hier nochmal ein bisschen Gewerbegebiet wieder hin.
Dann können wir vielleicht mal hier gucken, dass wir die Straßen wieder verbinden. Ach, es gibt ja auch noch die großen Straßen. Für starkes Verkehr aufkommt. Nein, das braucht man nicht. So, ach nee, da nicht, sondern hier. Oder, ja, hier ist, hier geht's jetzt raus. So. Ich möchte aber wieder das da haben. Oder, warte mal, wir machen... Wie bauen wir das denn? Wie baue ich das denn? So viel zu dem, ich habe einen Plan. Ja, ja, ich habe einen Plan. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wir sind ein würdiges Dorf. Woo, würdig. Jetzt können wir uns ein weiteres Gebiet kaufen. Theoretisch, wir können Stadtviertel spezifizieren. Wir können Richtlinien erlassen, ein zweites Darlehen, Spezialisierung für die Viertel und auch Richtlinien für Dienstleistungen. Außerdem können wir Polizei und Feuerwehr aufbauen und Landwirtschaft und Forstgebiet. Das ist sehr gut, denn ich bin ein großer Freund gerade von Landwirtschaft und Forstgebiet, da sie relativ wenig Umweltverschmutzung erzeugen. Und damit könnten wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen Industrie machen, die nicht alles kaputt macht. Ich muss jetzt mal gucken. Es kann sein, dass ich die Straße gleich wieder abreiße, weil es mir nicht gefällt. Muss ich mal gucken. Weil das Kaninchen hat einen Plan. Es hat einen Plan, es hat einen Plan, aber es kann sein, dass das nicht so gut funktioniert, wie es sich das vorstellt. So, gucken wir mal ganz kurz. Doch, das sieht gut aus. Und dann kommt jetzt hier die Verbindung hin. Nein, kommt sie nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ort ist bereits belegt. Dann so. So. Ja, sehr schön. Und dann kommt jetzt hier... Warte mal, wir machen mal... Warte, warte, warte. So, und dann diese Bindung runter. Ich müsste die Straße ein bisschen... Warte mal, die muss ein bisschen anders, oder? Oh, da hinten, Alter, die Umweltverschmutzung. Was willst du? Kein Wasser? Nein, warte, da kann man das ändern. Dagegen kann ich was tun, ja. Die, nein, warte. Geh weg. Diese Straße hier, warte mal, die könnten wir auch einfach ein bisschen höher ziehen vielleicht. So, dann kommt jetzt das. Das kommt hier, warte mal. Warte mal, dann müsste die aber... Wobei, das geht schon, das geht. Die kommt ein bisschen weiter nach oben. So. Und diese hier geht jetzt ein bisschen runter. So. So ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr schön aus. Sehr gut. Sehr gut. Und dann könnte man jetzt nämlich vielleicht hier Forstwirtschaft reinbauen. Warte mal, das ist eine gute Idee. Sollen wir natürlich gucken, wie wir das hinbekommen. Geht das? Kann ich hier sagen, ich möchte gerne ein Stadtviertel hier drinne erschaffen, was Forstwirtschaft oder Landwirtschaft wird. Aber ich glaube, dafür muss ich da auch Straßen hinziehen. Ne? Ich glaube, das war so. Da musste man auch Straßen hinziehen. Und wir brauchen auch noch das hier als Wohngebiet, beziehungsweise als normales Gebiet. So. So. Und hier. Und dann hier hoch. Ja, ihr habt kein Wasser. Ich weiß, ich weiß. Und dann kommt hier noch eins hin, so. Und das da. Dann kann man nämlich Stück für Stück die Gebiete hier auch mit Richtlinien versorgen. So. Dann kann man sagen, du bist halt Industrie, du bist so und du bist so. Hier fehlt aber Wasser, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Die Leute haben Durst, die müssen versorgt werden. So, Wasser, 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 Wasser. Sehr schön. Dann kommt als nächstes Richtlinien aufstellen. Das wollen wir machen. Und zwar, auf jeden Fall möchte ich gerne nichts davon eigentlich. Verteilung von Rauchmeldern, das kann nicht schlecht sein, aber das machen wir auch erst später, wir haben kein Geld. Jetzt möchte ich gucken, kann ich jetzt hier theoretisch Industriespezialisierung, könnte ich sagen, dass ich... Erfordert viel Wasser, ermöglicht Steuernahme, erfordert fruchtbares Land erneuerbar. Oder ein Faust. Aber dafür, warte mal, kann man nicht... Wie war das? Man konnte doch hier irgendwo angucken, welche Ressourcen es da gibt, oder? Naturvorkommen. Keines. Geil. Da, wo ich das hinbauen wollte, gibt es keine Rohstoffvorkommen.
Kacke. Aber hier unten würde es Rohstoffvorkommen geben. Wald. Dann müsste das hier unten... Pass auf, dann wird das... Ach, da, das kann ich nicht gut mitgedacht, aber ist egal. Das passt schon. Warte, wir machen das anders. Wir machen... Das kommt hier rüber. So. Und dafür wird das hier ein neues. So. Hier unten kommt dann nämlich... Landwirtschaft. Nee, Forstwirtschaft. So. Ja, dann kommt jetzt hier... So. So. Das bedeutet allerdings auch, dass wir... Nein, das ist egal. Dass wir jetzt gleich ein bisschen die Wohnhäuser wegreißen werden. Das wird sie nicht sonderlich freuen, aber das muss leider sein. Das bedeutet, wir machen jetzt hier unten Forstwirtschaft. Boop. Und dann kommt jetzt hier... Kann ich das nicht irgendwie... Warte mal. Alle weg! Alle weg! Zieht davon! Niemand will euch! Sucht euch eine eigene Wohnung! Das geht bis hier hoch, bis dahin. Okay. Weg! Kuscht euch! Pff. Abrücken! Noch weiter? Ja. Ab! Kusch, kusch! Noch weiter? Nein. Ja. Ja, genau. Und das müsste jetzt ja alles ja Forst werden. Warte mal, kann man das nicht so machen? Das ist doch viel einfacher, wenn ich das so mache. So. Weep. Weep. Weep, 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 weep. Weep, 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 weep. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier machen wir jetzt auch nochmal Gewerbe hin. Und dann kommt hier mehr Wohngebiete. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass das jetzt... Forst ist produziert, wir hatten das ja gesehen hier, da, erfordert etwas mehr Strom, fördert Steuereinnahmen etwas, erforderlich Natur, Rohstoff, Wald, erneuerbar. Jetzt kann man nämlich hier zugucken, wie jetzt hier. Kann man nicht Wald auch sogar erzeugen irgendwie? Ging das nicht? Konnte man nicht irgendwie... Irgendwie... Wasser und Abwasser, Müll, Bildung, Parks. Einzigartige Gebäude ist es bestimmt nicht und Wirtschaft auch nicht. Ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass man auch Wälder und Bäume pflanzen konnte. Weil ich habe auch eine Mod dafür, dass ich jetzt da nicht mehr jeden Baum einzeln platzieren muss, sondern als großes... Achso, mit so einem Pinsel halt entsprechend. Offensichtlich nicht. Egal. Wir benötigen jetzt mal eine Arztpraxis. Wir bauen die Arztpraxis hier hinten hin. Da kommt die Arztpraxis hin. Wir brauchen vielleicht noch ein paar mehr später. Wir bauen die hier hin. Oder? Da. Puff. So. Alle sind happy. Woo! Fast alle. Da hinten nicht so. Das ist egal. Die da hinten. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Dann kümmern wir gleich mal noch ein bisschen um Feuerwehr. Da brauchen wir natürlich hier hinten auf jeden Fall eine... Bei der Industrie, die ist dann sehr, sehr anfällig. Das müssen wir nicht riskieren. Und vielleicht auch hier, dass wir sicherstellen... Ja, ich habe nicht genügend Geld. Okay. So. Guck mal. So, so, so. Ich glaube, es wird doch. Ich glaube, es wird. Und ich würde sagen, Stufenaufstieg. Woo! Halt, stopp. Halt. Halt. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur einmal. Halt. Wenn Sie über gute Dienstleistungen und Bildungen verfügen und über einen hohen Bodenrichtwert, können die Gebäude Ihrer Stadt zu höheren Stufen aufsteigen. Gebäude höherer Stufen erbringen höhere Steuereinnahmen und können mehr Bewohner aufnehmen, beziehungsweise mehr Jobs anbieten. Verschmutzung ist bei höherer Industrie reduziert. Welches Gebäude ist das? Das hier. Das wird jetzt die Hainresidenz. Ah, sehr schön. Die Hainresidenz. Da sind schon... Oh Gott, direkt daneben musste der Krankenwagen sofort mal. Und ich habe auch schon gesehen, dass hier Einbrecher sind. Wir brauchen eine Polizei. Okay, es gibt also ein paar Dinge, die wir beim nächsten Mal definitiv in Angriff nehmen müssen. Unsere Stadt braucht Polizei. Ansonsten... glaube ich, dass das schon ganz gut werden wird. Wir haben hier einen Horst Holzwaren. Forstfreunde GmbH.
9 verfügbare Arbeitsstellen. Wow. Wow. Okay. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Das wird doch bestimmt. Wir gucken mal, vielleicht machen wir auch noch hier hinten. Nee, das wollte ich nicht. Dahin wollte ich. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie hier vielleicht Landwirtschaft hinsetzen. Dass wir hier Landwirtschaft machen. Und dann die Einwohner weiter nach hier drüben ziehen. Das können wir auch machen. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Dann können wir hier nämlich noch weiter Industrie machen. Dann machen wir hier Landwirtschaft und hier oben Industrie. Wir ziehen, das ist ja eh so ein Ding in diesem Spiel. Man ist ja ständig am Umbauen und Erweitern und Verbessern. Und deswegen werden wir das natürlich auch eine ganze Weile machen müssen und wollen. Und ich hoffe, ich mache mal kurz Pause. Ihr habt Spaß an diesem kleinen Let's Play. Wie gesagt, wir gucken, wie lange wir Lust haben, wie lange ihr Lust habt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr sagt, Katafi, ich würde gerne, dass der Forst nach mir heißt oder irgendwie so etwas, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Städtebaukaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.